Hallo Freunde, willkommen zurück zu Evil Genius. Wir laden gerade Atom Olga ein? Ne, das war der falsche Superagent. Wie heißt das Ding? Trümmerbowler. Aha. Ich habe mich daran erinnert, wie leicht wir die jedes Mal umwuppen und habe mir gedacht, was soll's. Wir wuppen sie einfach um. Sand der Zeit kriegen wir hin. Und dann sind wir schon bei 3 von 4. Wir haben auch jede Menge Geld, das heißt, ich werde bei Gelegenheit dann auch diesen Auftrag hier abbrechen für den letzten Teil Sand der Zeit. Aber eins nach dem anderen. Erstmal machen wir diesen Auftrag und kümmern uns um die Trümmerbowler. Ansonsten habe ich beschlossen, wir machen ein paar Kleinigkeiten. Hier sorgen wir dafür, dass Argwohn abnimmt, hier oben auch. Einfach um das ein bisschen rauszuziehen. New optional objective available. Vielleicht haben wir Glück und Symmetry sucht sich ein anderes Gebiet. Dann schließt das hier gar nicht, nur kommen da keine besonderen Agenten. Hier, glaube ich, sind wir ein bisschen zu spät dran, aber mal gucken. Wir haben inzwischen ja eine Forschung, dass wir weniger Argwohn passiv bauen. Dementsprechend, vielleicht klappt es doch noch. Mal gucken. Ja, das wäre die Idee. Da sind die Schergen, da ist der Auftrag, da kümmern wir uns als nächstes um die Trümmerbowler. Mal wieder. Und dann ist Sand der Zeit komplett. Und ich glaube, dann kümmere ich mich tatsächlich als nächstes um Atom Olga. Dass wir wenigstens einen Superagenten los sind. Bitte sagt mir, dass das noch geklappt hat. Ja, hat es. Meine Güte. Das war knapp. Na schön. 3 von 4. Das läuft. Und Trümmerbowler ist hier weg. Das heißt, wir hüpfen zurück in die Karte. Also Basiskarte hier. Wie geht's Eli? Der ist fit. Der kommt mal hier hin. Die Kamera macht einen ganz guten Job. Ein Wupp-Wupp für die Kamera. Das ist jetzt nicht okay. When you find them, capture that intruder right now. I need that intruder found and captured now. Da kümmern wir uns mal gleich noch um. Okay, 3 freie Zellen haben wir. Und warum ich die jetzt nur gefangen nehme, erkläre ich euch auch gleich. Sobald wir das geschafft haben. Ich habe nur nebenbei noch ein Auge offen. Ich suche nach Trümmerbowler. Und sobald ich den Kopf frei habe, erkläre ich meine Gedanken zu Gefangennehmen statt Abmurksen. Okay, sieht aber soweit so gut aus. Und zwar, ich habe am Wochenende ein Video gesehen mit ein paar nützlichen Tipps und Hinweisen zu dem Spiel. Geguckt habe ich primär nach Fallenmöglichkeiten, Fallenkombos, die wir vielleicht benutzen können hier in dem Bereich. Und dabei hat der YouTuber ein paar Sachen fallen lassen. Der macht leider keine Let's Plays, der macht nur diese Guide-Videos und die sind alle nur 10 Minuten und 2 Sekunden lang, damit er die maximale Anzahl Werbung einblenden kann. Das mag ich eigentlich gar nicht. Aber bitteschön, jedem das Seine. Er hat jedenfalls gesagt, jedes Mal, wenn man diese Agenten abmurkst, spawnt eine Welle Soldaten. Was im Prinzip Sinn macht. Ich meine, irgendwer schickt die Ermittler hier auf die Insel, um Beweise zu sammeln. Und dann hören die nie wieder was von den Ermittlern. Also müssen die davon ausgehen, dass den Ermittlern was passiert ist. Also schicken die Soldaten. Wenn der Trigger der ist, dass die Ermittler ausgeschalten werden und dann die Soldaten kommen, heißt das für mich, wir müssen verhindern, dass wir die Ermittler ausschalten. Eine Möglichkeit dazu, machen wir bereits, ist natürlich das gute Casino. Und alle Leute wieder rausschicken.
Wenn die ohne Beweise die Insel verlassen, kommen keine Soldaten. Das hatten wir zu Beginn des Let's Plays jede Menge. Und das funktioniert auch soweit. We have captured an agent. Blöd wird es natürlich, wenn wir die nicht mehr wegschicken können. Und dann haben wir ein Problemchen. Dementsprechend habe ich mir überlegt, wir probieren die jetzt mal gefangen zu nehmen. Quasi so eine Art Feldversuch starten. Und sobald die Entschlossenheit runter ist, stecken wir die hier rein. Dann haben wir drei neue Arbeiter. Ist nicht weiter wild. Aber wir haben sie nicht exekutiert. Wenn wir sie einfach nur verhören, werden sie exekutiert. Dann kommen sie in den Sack und kommen weg. Und das müsste dann wieder Soldaten auslösen. Deshalb will ich sie umwandeln in normale Minions. Und theoretisch dürften dann keine Soldaten kommen. Natürlich werden jetzt demnächst ein paar Saboteure hier eintreffen. Wegen der Trümmerbowler. Aber ich will die Augen offen halten nach Soldaten. Und wenn es geht, will ich keine Soldaten auf der Insel haben. A scheme has succeeded. So weit, so gut. Ich bin jetzt eigentlich ein bisschen baff, dass ja, bisher die Bulla noch nicht da ist. What do you need? Das heißt, wir halten mal die Augen offen. Die ist noch hier. Die hat vorher das Gebiet gewechselt. Das ist ja super. 35 Akku und Zunahme. Dann ist zu. Ich glaube, da muss ich vorher den Akku noch ein bisschen reduzieren in dem Gebiet. A scheme has succeeded. Sonst schicke ich da die Mitarbeiter los, den Sand der Zeit zu schnappen. Es könnte trotzdem hinhauen. Dann ist die Zone zwar zu, aber ich glaube, wir kriegen den Sand trotzdem. Hat hier auch geklappt. Ich meine, wir kriegen dann sogar angezeigt, dass zu ist. Aber da das so eine besondere Mission ist, sollte das trotzdem klappen. Also, machen wir. Da kommen zwar wieder Ermittler, aber ich würde sagen, damit können wir umgehen. Something is wrong with either the minions or the training room, boss. Starten wir das. Einfach damit wir ein bisschen Geld in die Kasse kriegen. Ich will ja die Gehälter weiter bezahlen können. Sonst wäre das blöd. So, hier sind wir dran. Auf das hinhaut. Aber so wahnsinnig viele sind gerade gar nicht wirklich geschlossen, glaube ich. Wir machen hier noch einen Plan. Diener haben wir zurzeit ja relativ viele. Söldner fehlen uns, aber 12 ist auch ein bisschen fies. Für einen Beweis? Yikes. Hier ist gerade kein Superagent, aber wir können, glaube ich. Nee, 10 Arbeiter. Na, wir könnten uns auch leisten. Machen wir das hier. Bisschen extra Cash. Läuft. Du blinkst schön fröhlich vor dich hin. Wie viel brauchen wir hier? 6 Söldner, 8 Partylöwen. Das kriegen wir hin. Die PR-Manager reduzieren Argwohn. Und dann sind wir eigentlich schon ziemlich gut dabei, würde ich sagen. Irgendwo blinkt noch was. Ja, hier. Da habe ich aber keinen. Ja, doch. Ist beauftragt. Läuft. So weit, so gut. Müssen die Geschichten nur noch umgesetzt werden. Sind eine ganze Menge Minions, aber das kriegen wir hin. Wie sieht es denn inzwischen aus beim Personal?
Jetzt mal gucken. Bei den Wächtern sind wir bei 10 von 10. Das ist gut. Söldner brauchen wir noch ein paar. Das ist aber in Ordnung. Erstmal, der Trainingsraum ist ja ein bisschen ab vom Schuss. Das läuft. Aber ich habe mir noch was überlegt. Beim Trainingsraum, da werden wir demnächst deutlich ausbauen. Das können wir eigentlich gleich machen, wenn wir zurück in der Basis sind. Außerdem habe ich noch einen Raum in Auftrag gegeben, bevor ich die Episode gestartet habe. Das muss ich euch noch zeigen. Haha. Das läuft. Partylöwen läuft auch. Wobei wir da gleich eine ganze Menge in die Welt rausschicken. Techniker ist okay. Wissenschaftler ist okay. Biologen ist super. Läuft. Dann haben wir gleich den Sand der Zeit. Wir basteln ein bisschen an John Steele Geschichten. Wobei ich mit der Mission hier oder mit der Region gar nicht so glücklich bin. Wir starten mal den Plan, damit wir da gleich noch was anderes machen können. A scheme has succeeded. Läuft soweit. Und jetzt haben wir diese Mission. Na also. Das hatte ich lange nicht mehr. Wupp, wupp. Das ist in Ordnung. So, da fehlen jetzt noch ein paar. Im Ernst jetzt? Schick. Gut, dann bleibe ich noch kurz auf der Weltkarte, bis die Missionen abgearbeitet sind. Sonst hüpfen die Agenten wieder hin und her. Verbesserte Sicherheitsstation. Hm. Eigentlich wollte ich das jetzt rausschneiden, dass wir dann gleich ja. Got it. They're not getting away. Oh oh. Ah, ich weiß, was passiert ist. So, einmal kurz gucken, ob das mit den Superagenten einigermaßen hinhaut. Ich will wirklich vermeiden, dass die mir die Pläne durcheinander hauen. Das ist zum Beispiel jetzt Mist. Schlecht. Aber ich glaube, die restlichen Pläne, abgesehen von diesem hier, sind vergleichsweise harmlos. Die kann ich dann... Die kann ich dann laufen lassen, weil den hier oben, den haben wir schon angefangen. Das passt. Okay, dann beschleunige ich das jetzt kurz und hole euch dann dazu, wenn der Auftrag da drüben gestartet ist. Okay, da sind wir wieder. Weltkarte ist organisiert. Das läuft. Hier bauen wir gleich was um. Sollte passen. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Ich habe den Sand der Zeit abgeschlossen. Beziehungsweise die Stufe. Wir haben alle Aufträge dazu gemacht. Wie gesagt, Weltkarte ist organisiert. Jetzt brauchen wir dafür eine Forschung. Das wird noch ein bisschen dauern, weil wir gerade noch beim Riesenmagnet dran sind. Aber dann kriegen wir das hin. Und ich habe gesehen zwischenzeitlich, dass neue Ermittler hier sein sollten. Bin mir noch nicht sicher, wo die ankommen. Sieht im Moment aber danach aus, als würden die durchs Casino gehen. Da haben wir also ganz gute Chancen, dass wir die quasi automatisch abwehren. Soweit, so gut. Ich habe mir auch die Freiheit genommen, zwischendrin die Zellen wieder leer zu machen. Das heißt, die Leute sind überredet, die gehören jetzt zu uns. Und wir halten jetzt einfach ein Auge offen, ob demnächst Soldaten hier auftauchen oder eben nicht. Ich glaube nicht, dass Soldaten kommen. Ich hoffe es auch nicht, dass sie kommen. Dementsprechend, ja, Daumen drücken. Salaries paid. Super Sache das. Blöderweise, das Einfachste, was man hier machen könnte, ist, glaube ich, alles voll zu machen mit dieser Todeswelpenfalle.
Wenn damit der ganze Raum voll ist, kommt da eigentlich kein Ermittler mehr durch. Aber das ist ein bisschen langweilig. Ich will mit Riesenventilatoren arbeiten, mit Riesenmagneten, mit Haifischbecken. Laserwände wären toll. Aber eigentlich will ich auch die Paywall bauen. Die ist richtig toll. Da geht im Prinzip eine Wand hoch im Gang, macht den Gang zu und die Ermittler müssen entweder sehr lange warten oder Geld bezahlen, damit die Wand runtergeht. Da haben wir doch schon unsere Ermittler. Incendio. Incendio. I'm already there. Well, all right. I'm on my way. Go, go, go. Is it a trick or an illusion? Die habe ich knapp verpasst. Das ist ein bisschen ärgerlich. What do you wish of Incendio? Consider it done. Der dauert jetzt aber lang. Immerhin, der lässt schon mal mit sich reden. Yes. Und die sind raus. Sehr schön. Dann läuft das soweit. Your vaults are almost full. Hmm? But of course. Na also, da macht Incendio doch einen ganz guten Job. Wunderbärchen. Okay, zum einen, ich habe gesagt, ich habe einen Raum in Auftrag gegeben. Der ist hier unten, das ist der neue Tresorraum. Da hatte ich ja drüber gesprochen, dass wir den verlagern und dass wir die ganzen Generatoren ein bisschen umbauen. Weil das einfach sehr passive Räume sind, die wir hier drüben nicht brauchen. Die brauchen wir sehr selten, habe ich groß und breit erklärt. Ich glaube in der letzten Episode. Der Raum wird auf jeden Fall noch vergrößert. Sobald wir das harte Gestein abbauen können, wird der richtig schön gemacht. Dann machen wir da auch die ganzen Generatoren weg. Dann wird das hier quasi fast eine Ebene Tresor. Wird total super, total unnötig, aber hauptsächlich super. Das Refugium kommt hier auch weg, früher oder später. Dann will ich das vielleicht sogar hier oben haben. Mal gucken. Bauen wir es ein bisschen um. Die nächste Sache, Trainingsraum hatte ich angesprochen. Der ist im Moment ja hier unten. Und das ist relativ eng. Und wir müssen jetzt relativ viele Minions ausbilden, gerade Kampfminions. Deshalb habe ich mir überlegt, man könnte das... Das ist sehr schön. Man könnte das entweder vergrößern. Oder man baut für jeden Zweig im Prinzip ein eigenes Ausbildungsteil, einen eigenen Raum. Und da bin ich gerade wirklich im Überlegen, ob wir hier nicht einfach noch ein paar Ausbildungsräume hinstellen. Dass man sagt, der Raum hier ist zum Beispiel nur für die Kampfminions. Dann bauen wir einen nur für unsere Diener-Minions. Da haben wir inzwischen schon 4 Geräte drin. Die ganzen Wissenschaftsminions, da haben wir hier jede Menge Zeug. Das ist alles Kampf. Also bräuchten wir effektiv 3 Räume. Und dann können wir uns wirklich darauf spezialisieren, dass wir die Räume ein bisschen anpassen, weil hier wird es platzmäßig früher oder später. Hier wird es früher oder später ein bisschen blöd. They are all dust. Eli? They just don't know it yet. Das ist nicht okay. Jetzt werden wir natürlich wieder Soldaten haben. Das sagt mir, dass wir zu wenig Diener hier haben. Wenn die noch so einfach durchkommen. What now? Sie hat ein bisschen was vom Kopf gekriegt. I need some time away from these fools.
Auch das spricht dafür, dass wir eigene Trainingsräume haben für die Minions, weil wir dann einfach mehr Diener gleichzeitig ausbilden könnten. Wisst ihr was? Das machen wir auch gleich. Wir bauen hier mal noch zwei zusätzliche Trainingsräume hin. Der eine. Das ist der andere. So weit, so einfach. Okay, soweit. Trainingsraum sind wir hier. Und ich würde sagen, dann ist das hier ab sofort der Trainingsraum für die Dienerschaft. Da bauen wir auch großzügig um. Bewegen bitte. Ich meine, wir spielen ja hauptsächlich mit Täuschung. Das war von Anfang an der Plan, deshalb haben wir auch immer gewählt. Okay, dann haben wir hier nochmal PR-Manager-Trainer und wir bauen noch einen Party-Löwen-Trainer. Einfach um die ein bisschen zügiger aufzustellen. Und hier drüben kommen die Wissenschafts-Minions rein. Der gehört natürlich unsere Service-Techniker dazu. Ich glaube, da könnten wir... Machen wir auch ein drittes hinbauen. Lass mal gucken, wo haben wir es denn? Techniker-Trainer, da haben wir ihn. Läuft. Dann... Wissenschaftstrainer. Da nehmen wir dann, glaube ich, noch mal zwei dazu. Einfach, um die schneller nachbauen zu können. Und Biologentrainer. Research has resumed. Natürlich ist das Overkill. Was? Something is wrong with either the minions or the training room, boss. Aber wo ist das Problem mit Overkill? Das einzige Problem ist dann vielleicht, dass der Strom ein bisschen dünn wird, aber... Das kriegen wir hin. So, und dann bauen wir hier nochmal zwei weitere davon auf. Und nochmal einen Kampf-Minion-Trainer. Und nach kriegen wir auch noch zusätzliche Kampf-Minions. Da gibt es ja hier noch die... Das war falsch, hier will ich hin. Diese beiden gesperrten. Das eine sind Attentäter, das andere Kampfkünstler. Die müssen wir irgendwann natürlich auch noch ausbilden. Okay, soweit. Da wird eine ganze Menge gebaut und gebastelt. Wir gucken in der Zwischenzeit mal nach dem Strom. Da hatten wir hier was angefangen. So richtig glücklich bin ich damit nicht, aber das ist klar, da fehlt mir einfach die Fähigkeit, einen großen Stein abzubauen. Da müssen wir in der Hauptgeschichte noch ein bisschen weiterkommen. Wird schon werden. Okay, wir hatten zwischenzeitlich ein paar Forschungen abgeschlossen. Kurz gucken, der wird schon wieder rausgeführt. Die sind inzwischen vom Level her schon ganz schön krass. Es dauert immer länger, die weg wieder loszuwerden. Es sei denn, man muckst sie ab, aber. Ja. Ja. Wenigstens einer von der Welle sollte wieder zurückgehen. Vielleicht kommen dann keine Soldaten. Das wäre natürlich eine feine Sache. So, Forschung. Neue Geschichten. Was haben wir denn hier? Den Riesenmagneten natürlich. Der ist ziemlich groß. Wer hätte gedacht, heißt ja auch Riesenmagnet und nicht pizzi-pizzi kleiner Magnet. Und wir haben eine verbesserte Wächterstation. Das heißt, wir verkaufen diese.
Oh Junge, so groß ist die. Uff. Das ist zum Glück nur ein bisschen übel. Na gut, da müssten gleich Arbeiter auftauchen. Something is wrong with either the minions or the training room, boss. Dann wird das umgebaut, das läuft. Wir könnten noch ein paar... Na also, der geht sehr schön. Dann haben wir da vielleicht keine Soldatenprobleme, wenn der zurückgeht und meldet, hier ist alles in Ordnung. Das ist einfach nur ein Casino. Ja, und wo sind deine zwei Kollegen? Das letzte Mal, als ich die gesehen habe, standen die an der Cocktailbar. Ich nehme an, die wurden unter den Tisch gesoffen. Das ist ein super Plan, das klappt. Oh, Junge. Ja, hoffentlich klappt das wirklich. Ah, sehr schön. $40.000 für einen Tisch und ein paar Stühle. Okay. Kein Problem, wir können das sicherlich von der Steuer absetzen, die wir nicht bezahlen. Oh, Junge. Irgendwann finde ich einen Platz, wo das Schwert im Stein noch bleiben kann. Da bin ich mir sicher. Was ich tatsächlich jetzt wirklich bald mal brauche, ist die Fähigkeit, diesen Stein abzubauen. Ich will das Casino umbauen. Ich will die ganzen Generatorräume umbauen. Ich will den Tresorraum ausbauen und umbauen. Letzte Forschungsstufe. Go, go. Wird schon werden. Jetzt haben wir gleich den Sand der Zeit erstmal abgeschlossen. Ich hoffe, dass er dann wirklich abgeschlossen ist. Dann müssen wir nur noch auf die Weltkarte und ihn tatsächlich stehlen. Wird super. Postierte Schergenregeln auf markierte Agenten, die von Überwachungskameras entdeckt wurden. Die weichsten Sitze für die härtesten Schergen. Schick. Wächter und Söldner, wir können es auch umstellen auf Auftragskill und Kung-Fu-Kämpfer. Wie gesagt, die Kampfkünstler. Diese Typen haben wir aber noch nicht. Dementsprechend lassen wir das natürlich hier für die Normalos. Da gibt es auch ein paar interessante Kombinationen. Man kann... Stellt euch vor, wir hätten hier so eine Art Zickzackkurs. Okay, alles Gang. Und das ist alles voll mit Ventilatoren. Und das bewirkt einfach nur, dass die Agenten immer weiter und weiter und weiter gestoßen werden. Und die haben keine Wahl, die werden gestoßen. Und auch wenn die anfangen, irgendwas zu sabotieren, die müssen den Gang quasi entlanglaufen. Und irgendwann können sie nichts mehr sabotieren und dann werden sie durch die Gegend geschubst. Und am Ende landen sie auf einer Discofläche, wo sie zum Tanzen gezwungen werden. Die Discofläche wird quasi von einer Überwachungskamera gesehen. Und direkt daneben hat man ein, zwei dieser Tische mit Söldnern mit Gewehren. Dann reagieren die Söldner auf die von der Kamera gesehenen tanzenden Agenten, kommen zu diesem Durchgang und fangen an, auf die Tanzfläche zu schießen. Die armen Agenten können sich nicht wehren. Das ist irgendwie toll. Braucht halt wahnsinnig viel Platz. Weil wenn du 5 Agenten hast, dann sind die ersten 5 Ventilatoren schon mal grad für Popo und so ein Ventilator. Haben wir hier? Der braucht relativ viel Platz. Dann braucht man zwischendrin auch noch Rutschfallen. Moment. Mal gucken, wie heißen die richtig. Das sind die Bienen. Die haben das Rutschboden. Damit die wirklich gut gestoßen werden die ganze Zeit und ohne Probleme bis zum Ende auf diese Lasertanzfläche rutschen. Oh. Das ist ein bisschen schlecht. Pass mal auf. Der wird jetzt erstmal abgeschalten. Das hat nicht gereicht. Okay, dann schalten wir den auch noch ab.
Sehr gut. Schon wieder kein Strom. Lass mich raten. Okay, hier drüben wird gerade ein bisschen repariert. Was du nicht sagst, schon wieder 4. Schalten wir das ab. Und sicherheitshalber auch noch die beiden. Dann haben wir noch eine Krankenstation für Notfälle, aber im Großen und Ganzen sollte das hinhauen. Okay, ich sehe gerade keine feindlichen Agenten. Es kommen in 5 Minuten neue Ermittler. Aber das kriegen wir hin. Mit der Weltkarte warte ich jetzt einfach noch, bis wir die Forschung abgeschlossen haben. Das sollte nicht mehr lange dauern. Wir müssen uns dringend um neue Generatoren kümmern. Und da wäre es, glaube ich, gar nicht so blöd, wenn wir das geht nicht wegen der Tür. Na? So, geht doch. Töte alle Zeitpolizei-Saboteure in deinem Unterschlupf. Diesmal werden sie bestimmt nicht zurückkehren. Alles klar. Forschungsmenü und ja. Die ganz großen Sachen gehen leider noch nicht. Dementsprechend, ja, ist ja gut jetzt. Komm, hau ab. Wir könnten natürlich anfangen, diese Linie noch zu erforschen. Wenn ich die Ermittler jetzt weniger häufig erledige. Auf der anderen Seite. Meh. Futsch ist futsch. Wir nehmen mal noch die verbesserte Sicherheitsstation in der Hoffnung, dass die dann auch mehr Bildschirme bedeuten, mehr Kameras. Probieren wir es. So, wir schauen nach oben. Das ist die Ausrichtung, die wir kennen. Das sind die Saboteure. Ila ist gerade auf dem Weg ins Casino, aber das kriegen wir hin. Okay. Imbeciles. I want that intruder located and killed. Das kriegen wir hin. That intruder found and executed now. Die sind jetzt nicht so wahnsinnig stark. Die sind nur gut verkleidet und mit Genie und Eli sollte das gehen, besonders wenn wir noch so ein paar Söldner dabei haben. Yes. On my way. Sie kommt schon angaloppiert. Das ist nicht nett, die Neueinkömmlinge direkt abzumurksen. Die haben noch niemandem was getan. Die wurden gerade erst eingestellt. Die hatten noch nicht mal Orientierungswoche. Yep, not a problem. Be honest. There had better be a good reason. Hey, if you... That's what you pay me for. Los geht's. Protect yourself. You are under attack. Your henchman is in combat. Das war einfach. I'm thinking. So weit, so gut. I need to be alone. Sie darf ein bisschen regenerieren. Er ist ziemlich fit, abgesehen von dem bisschen Moral. Aber da habe ich schon eine Idee. On my way. Komm gerade mehr rüber. Nee, der braucht einen Agenten als Ziel. Blödes. Na gut.
Ansonsten hätte ich seine Moral mit der Plaudertaschenfähigkeit hergestellt. Aber da können wir mal gucken, da kommen demnächst ja neue Ermittler. Das könnte schon hinhauen. So, Weltkarte. Sand der Zeit. Irgendwo müsste der... Da haben wir es doch. Sollte auch nicht zu lange dauern. Wir haben gerade ein bisschen Luft. 10 Schergen. Das geht. So weit, so gut. 53%. Eigentlich eine Frechheit. Die Zone macht gleich zu, dann gibt es wieder hässlich starke Agenten. Das ist nicht gut. Hier oben. Ich meine, da ist Miss Foxworth, aber ich habe gerade keine Möglichkeit, hier Argwohn zu senken, außer mit so einer Mission, aber dann locke ich sie an, beziehungsweise ihre Agenten. Und da hat mir Jane Steele beim letzten Mal schon gereicht. Das brauche ich jetzt nicht nochmal. Dann lasse ich lieber die Region zugehen und ein paar härtere Ermittler eintreffen. Das ist unterm Strich viel weniger stressig. 3 von 10. Oh Junge. Okay, das passt soweit. Ja, eigentlich hatte ich mir gewünscht, dass hier mehr ausgebildet wird und die gleich rüberlaufen und dann haben wir weniger Wächter, aber mehr Söldner. Hier unten scheint richtig was los zu sein. Ich finde es klasse, dass die gleichzeitig genutzt werden. Das heißt für mich, dass uns da einige Minions fehlen. Jawohl. PR-Managers, ja, fehlt uns nur einer, der wird gerade ausgebildet und Diener fehlen uns 2. Da sind wir ziemlich auf Stand. Super Sache das. Wupp, wupp. Ja, und Wissenschaftler. Research has resumed. Läuft soweit auch, würde ich sagen. Das könnte schlimmer sein. Finde ich gar nicht schlecht, wie das gerade läuft. Sie ist wieder fit. Parken wir sie gleich mal hier. Läuft. Ja, und unsere Wachstationen sind wieder besetzt. Hier wartet einer. Ich glaube, das mit dem Ausbildungssystem, das flutscht. Die Region geht zu. Das ist kein so großer Verlust. Hier haben wir keinen Superagenten. Das ist super. Beschleunigen wir das mal kurz. Okay, letzte Mission. Dann sollten wir den Sand der Zeit haben. Soweit, so gut. Beutegegenstand, Belohnung abholen. Das war jetzt ein bisschen antiklimaktisch, aber das ist okay. 2 optionale Geschichten. Soldaten werden früher oder später kommen. Biologen werden wir trainieren. Ermittler werden wir töten. Saboteure hoffe ich, dass wenige kommen. Dementsprechend entfernen wir mal diese Saboteurmission. Wir könnten tatsächlich mal wieder Venom abfeuern. Hammer oder Säbe? Das können wir uns dann gleich überlegen. Aber ich glaube, wir haben gerade wenig anderes zu tun. Way ahead of you. Wir haben reichlich Munition. Das sollte also hinhauen.
Wird mir den Diamanten gemacht, die ich nebenbei einfach gelegentlich mal einsammle auf der Weltkarte? Das sind vergleichsweise schnelle, günstige Missionen in der Regel. Und dann hat man die nötigen Diamanten. So, was haben wir denn Schönes? Ein neues Beutestück. Der Sand der Zeit. Man sagt, dass die Zeit nur in eine Richtung fließt. Zumindest so lange, bis du dieses gute Stück umdrehst. Und dann fließt es trotzdem von oben nach unten. Oh, wir schauen mal ganz kurz. Also das ist der Bereich, in dem es wirkt. Man kann argumentieren, dass das jetzt nicht so wahnsinnig viel ist. Aber ich würde sagen, das ist besser als nichts. Das ist super. Die Gelegenheit müssen wir nutzen. Incendio. Yes, with grace. Wo auch immer du gerade bist. Da unten. Fast. Nicht mit einem labern. Zaubertrick für alle. Incendio, du bist ungefähr so nützlich wie... Das kann ich auf YouTube nie sagen. Incendio, du gehst mächtig auf die Ketten. Yes, yes. Watch my hands. Jetzt konkurriert er ein bisschen mit der Bühne, aber meine Güte. Ich glaube, das hat 20 abgezogen. Bei denen nicht, die waren noch mit der Bühne abgelenkt. Na gut, das wäre die Chance gewesen. Gelernte Lektion, Irreführung ausschalten für Sonderaufträge. Und erst im letzten Moment wieder einschalten. Aber das kriegen wir hin. Guti, dann haben wir die Sache mit dem Sand der Zeit. Ich, die Roboterin. Nee, das erstmal nicht. Ich möchte Atom Olga loswerden, wenn es geht. Das bringt auch eine Menge Geld. Und wir können natürlich Venom abfeuern. So, das hier drüben ist Säbel. Da ist ein Landstrich zu. Machen wir es dahin. Guck auf. Wow. Das ist ganz schön rot. Research has been paused. I want that intruder found and captured. Dann holen wir am besten noch Eli dazu. Go, nur in die Knie! Also, schießen mit der Uzi. Andererseits, dann humpeln sie die ganze Zeit und taugen sie auch nicht mehr als Minions. Wow. High alert. Cancelled. Okay, das ist eine Menge Personal, aber... Your minions are in combat. So weit, so gut. Und wir haben auf Trümmerbowler geschossen. Complete. Your minions are in combat. Die Zone ist wieder offen. Das hat auch viel Schönes. Your vaults are full. Ja, das ist der Haupteffekt von Venom. Wir schießen auf ein Gebiet und das macht auf dem ganzen Kontinent Argwohn auf Null. Was irgendwie ziemlich toll ist. Salaries paid. Wupp, wupp. Training has stalled.
Something is wrong with either the minions or the training room, boss. Das läuft soweit. Hurra. Okay, wir haben den Sand der Zeit. Wir haben... Werden wir mal wieder abgefeuert. Und wir starten jetzt mit Atom Olga, zweite Runde. I see, you have been busy since our last meeting, Tavarish. It might surprise you to learn that my operation cannot simply be dismantled by an instrument as blunt as you. A bullet is blunt, is it not? And my bullets have already dismantled quite a few of your minions. Ja. Super. Hast du toll gemacht. Applaus, Applaus, Applaus. Wo die Minions herkamen, kommen noch mehr her. This is unacceptable. My plans are in too delicate a place to risk an unbalancing factor like Atomic Olga. She calls herself unstoppable, but everyone has a weakness. It's high time I found hers. Yuppie. Da werden wir ein paar lustige Missionen haben, denke ich. Und vielleicht noch eine Forschung. Optional objective complete. Und vielleicht noch anderen Kram. Mal gucken. Wird auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, dass wir sie dann wirklich loswerden und nicht noch zusätzlichen Schnickschnack anfangen. Aber für heute lassen wir es mal gut sein. Wir werden dann in der nächsten Episode Atom Olga tatsächlich in Angriff nehmen. Und mal gucken, wie weit wir da kommen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Halligan steif. Ciao, Freunde.